Man hat in Siebenhirten in der Ketzergasse Nummer 48 im 23. Bezirk und da spielen sie Besuch von anderswo. Wir haben da einen Inspektor Pimpfinger da. Wie bist du eigentlich zu der Rolle gekommen, zu der kurz einmal? Ja, ich habe das Stück einmal gesehen, irgendwo am Land draußen und ich mich köstlich unterhalten, habe dann denen gesagt, sie sollen mir die Rolle geben oder das Stück geben und habe dann beschlossen, also wir spielen das da auch. Ja. Es ist zwar sehr kurz, aber macht nichts. In der Kürze liegt die Würze vielleicht, ja. Aber die Untertassen will er gesehen haben. Also, ich hab jetzt gerade mal mit deinem Kaffee, du reinkommst, der erste Marsmensch ist schon da. Versteh noch mal offen, bitte. Fliegende Untertassen ist da, hinter einem Haus im Wald gelandet. Hier wird gleich eine fliegende Kaffeetassen am Kopf landen, wenn's weiter in so ein Blödsinn ritzt. Warum glaubt mir doch keiner? Du hast in deinem Rausch schon so viel Blödsinn dahergekriegt, dass dir überhaupt niemand mehr was glauben wird. Na, so glaubst du doch alle. Da unten im Bezirk haben sie gesehen, so viel. Und die Mario, ihre Akkredose, die hat auch gesehen, dieses Raumschiff. Ja, da bin ich aber neugierig. Aber ich muss mich jetzt ansehen gehen, weil die Gäste werden ja gleich auch zum Frühstück kommen, gell? Ja. Und wir kennen die ja nicht nur von Siebenhirten, sondern du hast da gerade so ein schönes Leiberl. Naja. Von Mullerchak. Richtig, genau. Und ja, wie bist du da eigentlich zu der Haushälterin eigentlich gekommen? Zu der Haushälterin, ganz einfach. Der Kali hat mir diese Rolle verpasst, weil ich ja eigentlich immer verschiedenste Rollen spiele. Das erste Mal habe ich gespielt die Bürgermeisterstochter. Mhm. Dann habe ich gespielt eine Krankenschwester. Dann habe ich gespielt die Malerin beim Inserat und jetzt eben die Frieda, die Köchin. So alles irgendwie unterschiedlichste Rollen, die sind eigentlich eine große Herausforderung. Und in Mullerchak, das ist wieder eine ganz andere Geschichte im TV. Das ist Interviews und ja, also das ist auch komplett anders. Also immer etwas anderes, auf das stehe ich mir eigentlich. Wie spät war es denn? Es war so halb drei in der Früh. Aber es war fürchterlich. Fürchterlich. Ja, und weiter? Ganz Siebenhirten war hell beleuchtet, wie von einem riesigen Scheinwerfer. Ich schaue aus dem Fenster raus und was sehe ich? Es war so fürchterlich. Ja, und weiter? Plötzlich sehe ich es dann über den Huberbauer sein Acker wiederkommen. So was Fürchterliches. Kann ich mir reden, bin schon ganz trocken im Hals. Wolltest du vielleicht was trinken? Es war nicht schnell. Ich habe vielleicht einen Schnaps. Also wir werden erfahren. Ja, einen Moment bitte. Bedienung? Komm. Das wie Daniel. Good morning. Buongiorno. Guten Tag. Ah, jetzt habe ich es. Und nun noch die Ferneinstellung. Grüß euch, wie geht's euch? Der Sprachsimulator funktioniert einmalig. Und jetzt muss ich es noch bei dir einstellen. Ah, ein Kurzschluck. Grüß dich, wie geht's da? 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 So, wir haben da jetzt den Herrn Kränklich, unseren Patient, der Patient von dem Stück. Wie bist du eigentlich dazu gekommen zu denen? Naja, jetzt bin ich ja schon das dritte Jahr beim Ensemble Siebenhirten und es war für die Rolle einfach jemand gesucht, der halt einen Kranken möglichst glaubhaft spielen kann. Und nachdem mir eh immer alles weh tut und sie haben gesagt, du bist so ein Suderand, dann machst du das einfach du. Und was ich dich noch fragen wollte, gibt es jetzt wieder neue Projekte für dich, wo man dann hinschauen kann, wo du mitmachst? Ja, also hier in der Ketzergasse spielen wir dieses Stück noch 9-mal und das nächste Projekt ist dann mit dem Ensemble Döbling im Februar im Theatercenter Forum in der Porzellangasse und da spielen wir ein Weekend im Paradies. Aber Sie können ja inzwischen Abendessen gehen. Ja, was gibt's denn? Ja, Schweinsbraten mit Kartoffelknödel. Sie können aber gern was anderes haben. Ja, bitte, weil ich muss ja auch an meinen Cholesterinspiegel und meine Triglyceride denken, nicht? Wisst ihr was, ich nehme eine Gemüseplatte roh und ein Knäckebrot, ja? Vielleicht zündige ich heute mal und trinke ein Glas Wein dazu. Ach so, naja, nicht, dass es Alkoholvergiftung kriegen. Sie haben recht, ich werde doch noch ein Glas Mineralwasser trinken. Ja. Naja, ich stelle Ihnen das mal ins Zimmer, ja? Ja, schön. Sagen Sie, knurrt bei Ihnen der Mann so? Ist möglich. Dann gehen wir essen, weil bei Ihnen ist das Essen nicht gefährlich. Ja, gell? Aber nur langsam die Stinger auf, weil mein Meniskus macht mir schon wieder Probleme. Was sieht man denn? Ich dachte, nichts sieht. Aber der Drachen, der schläft ja schon.
hältst. Ja. Entschuldigung, ganz. Wie bist du eigentlich zu der Rolle gekommen? Engagiert. Eiskalt engagiert. Hat mir gar nicht dagegen wehren können, aber ist halt so. Und ich meine, du fällst ja da in der Schlussszene einmal auf mit dem Negligé. Ich meine, ist das eher nicht Jugendverbot oder? Na, warum denn? Also glaubst du nicht, dass das Publikum irgendein Herzfall oder was jetzt haben? Ich hoffe es. Aber du hast ja deinen Einlauf bei dir, gell? Immer. Okay. Die Verdauung. Das ist meine Spezialität. Dann machen wir erst einmal einen Einlauf. Muss das sein? Ja. Dann werden Sie sich so richtig erleichtert fühlen. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, vielleicht noch ein Glas Buttermilch bitte noch aufs Zimmer, ja? Ja, gerne. So, und jetzt entspannen Sie sich. Das weiß ich nicht, aber wer sind denn Sie? Ich bin der große Tofu. Sie sind der große Tofu. Im Namen des Erzählen Sie es weiter. Sollte es Ihnen nicht gefallen haben, dann...